Ja, nach dem unerwarteten Erfolg von der Google-Aktion Let It Snow, haben die Entwickler von Microsoft sich überlegt, das können wir auch. Und die zeigen hier auf dieser Testdrive-Seite, dass sie noch viel mehr Schneeflocken auf einmal und das auch noch schneller zum Schweben bringen. Ich kann hier also zum Beispiel die Schneeflockenzahl auf 4000 hochstellen. Ja, ihr seht, der gesamte Bildschirm ist dann voll und das bewegt sich immer noch sehr, sehr flüssig. Ja, also dass die beiden Entwicklerteams die Weihnachtszeit als Einladung zu einer virtuellen Schneeballschlacht verstehen, das finde ich persönlich ganz witzig. Ihr könnt euch das ja angucken, wenn ihr mögt. Und wir aus Berlin vom Supportnet-Team wünschen derweil mal frohe Weihnachten. Tschüss!